Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Exhibition-Folge. Ja, nach langer, langer Zeit kommt mal wieder eine Exhibition-Folge. Ich weiß gar nicht, wie lang die letzte war. Die letzte war, glaube ich, mit den underratedsten Wrestlern. Meiner Meinung nach, vielleicht kommt mal irgendeine Folge, wo ich die overratedsten Wrestler rede. Wenn ihr einen Vorschlag gebt, gerne in die Kommentare. Also Exhibition, ich denke mal, das Format kennt man ja. Falls ihr nicht genau informiert seid, dann guckt in der Videobeschreibung. Da habe ich ein Video verlinkt, wo ich nochmal alle Informationen zu Exhibition, diesem Format gebe. Und schaut euch dieses Video an. Wenn ihr einen Kommentar schreibt, schaut euch vorher dieses Video an, weil da sind auch Bedingungen drauf, auf die ich achte und wo ich mir denke, okay, manche Themen kann ich nicht nehmen, manche Themen kann ich nehmen und so weiter und so fort. Und manche Themen habe ich schon besprochen. Darauf solltet ihr ein bisschen achten. Und ja, genau. Auf jeden Fall denke ich mal, so quasi als kleines Comeback von diesem Exhibition-Video habe ich mir gedacht, komm, holst du mal einfach den Kommentar des aktuellen BePointe Common Champion Patrick, und zwar das Match Randy Orton gegen John Cena, just for fun einfach. Alles klar. Thema: Wie sollte deiner Meinung nach die WWE mit solchen Skandalen wie Chris Benoit oder Hulk Hogan umgehen? Meinung: Guckt in die Kommentare unter dem Video, wird bestimmt ein bisschen länger. Okay. Da bin ich mal gespannt, was deine Meinung ist, beziehungsweise auch eure Meinung, gerne in die Kommentare. Ich sage jetzt hier quasi meine Meinung. Ist ja auch logisch bei dem Format. Randy Orton gegen John Cena. Gut. Ja, sind ja zwei, ja, jüngere Skandale. Also mit Chris Benoit, das ist schon ein bisschen länger her. Zu diesem Thema habe ich ja schon ein Video gemacht. Das beschreibe ich mal in der. Schreibe ich. Das packe ich mal in die Videobeschreibung, beziehungsweise auch in den Infokarten. Werde ich es mal reinpacken. Da könnt ihr euch das Video dazu anschauen, damit ihr weißt, wer Chris Benoit ist, was da genau gelaufen ist und wie da meine Meinung dazu steht. Und die werde ich natürlich auch hier ein bisschen äußern. Und Hulk Hogan, das ist halt dieser Rassismus-Skandal, der ein bisschen länger her ist. Ich glaube auch so, glaub, knapp 6, 7 Jahre oder sogar noch länger. Und deshalb quasi von der WWE verbannt wurde, also quasi, dass er nie existiert hat. Und ich muss sagen, es sind bei mir zwei Unterschiede. Also mit Chris Benoit, was er getan hat, finde ich nicht gut. Ich finde es aber falsch, dass man ihn gar nicht mehr, also dass man am Anfang ihn komplett weggestrichen hat, weil letztendlich er gehört zur Geschichte dazu. Egal was passiert ist, er hat bei WrestleMania 20 ein Main Event gehabt und man sollte es nicht erwähnen. Also man muss es nicht erwähnen, aber man soll es in den Geschichtsbüchern lassen, weil er ist einfach Teil der Geschichte und da darf man es einfach nicht wegmachen. Quasi. Also, wenn er wirkt, also zum Beispiel man sagen will, okay, es gab nur bisher ein einziges Triple Threat Match im Main Event, also ein Triple Threat Match im Main Event von WrestleMania, und das ist bei WrestleMania 30 der Fall gewesen, dann ist es einfach falsch. Dann ist es einfach Vertuschung einer Tatsache und das sollte man meiner Meinung nach nicht tun von der WWE. Da soll man sagen, es gibt zwei Triple Threat Matches. Eins davon war Daniel Bryan gegen eins war Daniel Bryan, Randy Orton und Batista. So war es eine Art halt, ne? Aber nicht sagen, oh, es gab nur ein Triple Threat Match, das finde ich ein bisschen lächerlich, weil er gehört zur Geschichte dazu. Oder zum Beispiel ist Kalisto der Einzige, der den US-Titel jemals verteidigt hat, obwohl es Chris Benoit auch schon getan hat. Also sowas in der Art halt. Das sollte man nicht tun, meiner Meinung nach. Und fände ich auch falsch. Dann die zweite Sache. Hulk Hogan ist meiner Meinung nach, also ich finde es, wie die WWE es aktuell damit umgeht, finde ich richtig. Ungefähr, natürlich gibt es Sachen, wo ich ein bisschen kritisieren muss. Halt diese Punkte hat, aber dass wir ihn zum Beispiel auf dem WWE Network sehen, also man muss es zwar nicht erwähnen, aber man hat ihn drauf. Weil ich natürlich ein bisschen dumm finde, ist, dass man da auch, wo Chris Benoit dabei ist, keine Punkte macht. Also man markiert ja immer so einen Punkt, okay, da beginnt das Match, da hört das Match auf. Dass man bei Chris Benoit ausgerechnet nicht macht, finde ich ein bisschen lächerlich, aber gut, das ist ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Jedenfalls finde ich es schön, dass man ihn wenigstens sehen kann, dass zum Beispiel Leute auch die Möglichkeit haben, alte Chris Benoit-Matches zu sehen, weil ich gucke mir auch noch gerne Chris Benoit-Matches an, wie zum Beispiel von WrestleMania 20, war ein super Match, 5 Star oder 5 Sterne, wie auch immer man es sagen will. Das so dazu. Bei Hulk Hogan sehe ich es noch differenzierter. Ich finde es total lächerlich, dass man ihn komplett wegstreicht von den Geschichtsbüchern, weil Hulk Hogan ist einer der größten Stars im Wrestling.
der gehört einfach dazu. Er hat die WWE geprägt. Natürlich kann man sagen, ja, mit einem anderen hätte man es auch geschafft. Ja, könnte man. Aber letztendlich, er war es und er hat einen großen Teil der Geschichte geprägt. Er hat eines der größten Turns der Geschichte mit dem... Willst du mich verarschen? Eines der größten Turns der Geschichte mit dem Heel-Turn damals, 1996, eines der größten Schocker der, aller Zeiten verursacht. Er hat so viele WrestleManias geheadlined wie kein anderer. Er hat, glaube ich, er hat 8 Main Events gehabt und ich glaube, also 8 Main Events hatte er. Also 1, 2, 3, 5, 6, 7 und 9. Ich weiß nicht, 8 hat er, glaube ich, nicht den Main Event gekriegt. 8 hat er nicht gekriegt, glaube ich. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall 8 Main Events hatte er. Warte mal, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ah doch, 8 hat er bekommen. 9, doch, 8 hat er bekommen. Doch, hat er bekommen. Und ich würde sagen, 9 hat er, oder nee, 10 hat er geheadlined. Also mit geheadlined. Also mit 17 und dann noch mit 4 dazu. So um den Dreh halt. Aber auf jeden Fall, er hat einfach einen großen Teil und dass man ihn komplett wegstreicht, weil er vor wie vielen Jahren einfach was Dummes gesagt hat. Meine Güte, wer sagt denn nicht was Dummes? Jeder sagt mal was Dummes. Selbst ich sag mal dumme Sachen. Ich würde nicht sagen, oh, ich bin perfekt, ich sag nie was Dummes. Das ist totaler Quatsch. Ich sag auch mal was Dummes. Aber man macht Fehler, man entschuldigt sich, man macht's einfach nicht noch einmal und dann lässt man es. Und außerdem, Geschichte ist so lange her. Die ist so lange her. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, er hat zwar was Dummes gesagt. Und ich find's auch nicht gut, was er gesagt hat. Das bin ich auch ganz klar und knallhart. Letztendlich finde ich es von der WWE lächerlich zu sagen, ja, ich will nichts mit ihm zu tun, dann anstatt hinter ihm zu stehen und sagen, ja, er hat einen Fehler gemacht, aber es ist so lange her und das wäre nicht schlimm gewesen. Da hätte die WWE sich rausreden müssen. Nein, die WWE muss meiner Meinung nach Political Correctness führen, was ich total lächerlich finde, und die WWE ist nicht politisch korrekt. Da kann mir jeder erzählen, was er will, die WWE ist nicht politisch korrekt. Allein schon wegen solchen Sachen. Allein schon wegen solchen Sachen ist sie nicht politisch korrekt. Und ich find's traurig, was die WWE teilweise damit abzieht, dass sie solche Legenden, die so viel fürs Wrestling getan haben, Hulk Hogan, er war zwar wrestlerisch schlecht, ich fand ihn, er war vom In-Ring-Können her schlecht, aber damals war das Wrestling halt ein bisschen anders, das muss man auch ein bisschen differenzierter betrachten, und er hat das Wrestling geprägt, er ist einer der größten Stars im Wrestling-Business, so viele Leute kennen diesen Mann und er hat es verdient, was er geleistet hat, aber dass er so umgegangen wird von der WWE, ist einfach die absolute Frechheit. Also, ich kann das null nachvollziehen, weil er hat zwar was Dummes gesagt, wie ich schon erwähnt habe, aber wer sagte nichts Dummes? Selbst ich sag mal was Dummes, selbst so viele Leute sagen was Dummes. Mir kann doch niemand erzählen, nö, ich sag nie was Dummes, ich bin perfekt. Ach, so ein Blödsinn. Niemand ist perfekt. Außer Mr. Perfect. Der war immer perfekt. Aber das war jetzt nur ein Spaß. Aber auf jeden Fall, jeder sagt mal was Dummes. Und er hat einen Fehler gemacht und es ist halt so lange her. Und da kann man auch mal einen Strich drunter ziehen. Und dass man ihn aus den Geschichtsbüchern löscht. Das ist das Lächerlichste. Wo ich mir denke, okay, die 80ern haben nicht existiert. Die 90er haben nicht existiert, weil er war halt in diesen Dekaden dabei. Die 80er drehten fast nur um Hulk Hogan, wenn man das Wrestling betrachtet. Gerade die ganzen Main Events oder die ganzen Sachen, was er geleistet hat. Er war allein 4 Jahre Champion. Er war so lange WWE Champion. Und dann muss ich jetzt fragen, okay WWE, wer war denn in den 80ern so alles Champion? Ja, Macho Man, Andre the Giant, ich glaube Iron Sheik war sogar noch WWE Champion. Ich guck mal nach, wer alles WWE Champion war in den 80ern. Also, ich mach mal so, wie die WWE antworten würde. So, WWE Champion. Ah, haben wir es hier. Moment. Ich hab's noch falsch im Kopf.
guck mal ganz kurz nach. Also. Ja, Iron Sheik, habe ich richtig gelesen. Genau, Iron Sheik. Andre the Giant. Macho Man Randy Savage. Nee, das war's. Ultimate Warrior war 1990. Aber allein diese drei Namen würden die WWE jetzt sagen. Iron Sheik, Andre the Giant und Macho Man Randy Savage haben zusammen einen Title Run von knapp 399 Tagen. Iron Sheik hatte 28 Tage, Andre the Giant 0, weil er direkt den Titel abgegeben hat. Und Macho Man Randy Savage hatte 371 Tage insgesamt sein Title Run. Auch wenn er noch ein bisschen in das Jahr 1989 gegangen ist. Das spielt keine Rolle. Das gehört dazu. Entschuldigung. Aber auf jeden Fall wollen wir die WWE jetzt, dass die drei Champions waren. Und Hulk Hogan? Nee, Hulk Hogan war nie Champion. Nee. Der war keine so lange Champion, weil er war 1474 Tage Champion und 364 Tage Champion. Kann man sagen, so die 80er quasi, die er geprägt hat. Natürlich war davor auch noch Brock Backlund, das kann man auch noch ganz kurz erwähnen, aber er wurde ja 78 Champion und war dann halt für eine gewisse Zeit noch in den 80ern vertreten. Aber auf jeden Fall so eine Art. Wollen wir die WWE erzählen? Nee, Hulk Hogan war nicht Champion. Wer war denn 4 Jahre Champion? Keiner. Bob Backlund war es ein bisschen, aber sonst keiner. Ey, so ein Quatsch, warum streicht man wegen so einem Scheiß und dann noch die Hall of Fame aberkennen? Ich glaube, der hat die sogar aberkannt bekommen, wenn das wirklich stimmt. Finde ich total lächerlich, weil er es einfach verdient hat, in die Hall of Fame zu kommen. Da kann mir jeder erzählen, was er will, da kann ihn jeder mögen, was er will. Er hat es verdient, in die Hall of Fame zu kommen, weil er Großartiges für das Wrestling geleistet hat. Und wir wissen nicht, was ohne Hulk Hogan wäre. Wir wissen es nicht. Wir wissen es ja nicht. Aber ich finde es schwachsinnig. Ich finde es schwachsinnig, dass man so mit Leuten umgeht. Und ich nenne jetzt einfach nur diese beiden Fälle. Aber dass generell Leute, die WWE... Oder was auch ein Fall ist. Emma. Weißt du, die WWE bekommt mit, dass Emma anscheinend was geklaut hat. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass Emma vergessen hat, was zu bezahlen, was sie übersehen hat. Wegen diesen Self-Made-Kassen. Und dann die WWE... Oh, das war ja nichts. Okay, stellen wir wieder ein. Einfach diese komplette Doppelmoral von der WWE. Und dieses Political Correctness, was sie versucht haben, was einfach gar nicht politisch korrekt ist, weil man einfach nicht abwartet, sondern direkt reagiert, einfach entlassen und dann wieder einstellen. Das war ja total lächerlich. Weißt du, die wird entlassen, paar Stunden später wird wieder eingestellt. Das ist so lächerlich. Einfach lächerlich. Genauso wie halt mit Hulk Hogan, das war auch eine Sache, wo ich mir auch gedacht habe, ey, ist das euer Ernst? Ich habe auch gedacht, okay, das war nicht gut, aber wo ich mir ein bisschen mehr darüber beschäftigt habe, dachte ich mir so, ey, die Geschichte ist so lange her. Da kann man nicht so einen Scheiß abziehen mit Hulk Hogan. Gerade was der Typ geleistet hat und was der geprägt hat und dann die ganze Geschichte rausschreiben. Ja, 80er gibt's nicht. Anfang der 90er sind auch scheißegal. Was WrestleMania 17 da, das Match, das interessiert auch keinem. Also, einfach nur lächerlich. Einfach nur lächerlich. Auch, dass er jetzt in den Promo-Clips am Anfang nicht dabei ist. Oh, nicht. Nee. Gar nichts. Also, einfach dumm. Weil jeder sagt mal was Dummes, wie ich schon erwähnt habe, und ja. Es ist so lange her. Muss man einfach so sagen. Das ist so meine Meinung dazu, dass die WWE mit Skandalen teilweise scheiße umgeht. Bei Chris Benoit sehe ich es ein bisschen differenzierter, weil man hat einen guten Kompromiss teilweise gemacht. Ich kritisiere immer noch ein paar Sachen, wie mit den Punkten zum Beispiel, oder dass man, ich weiß nicht, ob sie es wirklich machen, aber vielleicht eventuell so versuchen, oh, es gab nur ein Triple Threat Match in der Geschichte, es gab nur einen einzigen, der den US-Title mal verteidigt hat. Wenn die sowas bringen würden, dann würde ich es arm finden. Wenn die es nicht tun und einfach gar nichts dazu sagen, hätte ich kein Problem damit, kann man es ruhig lassen. Man muss ihn noch nicht erwähnen, finde ich auch richtig, kann ich auch verstehen, das ist kein Problem. Jedoch, was ich denke mit, dass man ihn wenigstens im Network sieht, finde ich okay. Finde ich gut, dass man ihn wenigstens noch zeigt, dass man sagt, oh nee, den gab es gar nicht. Das finde ich auf jeden Fall richtig. Ich weiß gar nicht, ob das Network so gemacht hat, dass Hulk Hogan jetzt komplett vom Network gestrichen würde. Wenn das wirklich der Fall wäre, dann würde ich sagen, was soll die Scheiße. Also, aber ich glaube, das machen sie nicht. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung so, da habe ich mich jetzt mal ein bisschen ausgelassen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, ich bin mal gespannt, was der Patrick schreiben wird, weil er es ja ein bisschen angekündigt hat. Aber schreibt gerne eure Meinung gerne in die Kommentare. Seht ihr es genauso wie ich? Seid ihr anderer Meinung oder seid ihr ein bisschen geteilter Meinung oder
Wie auch immer, schreibt es gerne rein. Und da würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein und ciao.